Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen, sagte Helene Fischer, als ihre wunderbare Babynachricht veröffentlicht wurde. Sie hat sich nicht gefreut, sondern hatte Angst, von Fans und Fotografen belagert zu werden. Sie ist davon überzeugt, dass einige Menschen ihr etwas Böses wollen. Ihre Gedankengänge machen einem langsam Sorgen. Dass ihr Traumhaus einer Festung gleicht, wissen wir ja bereits. Die junge Mutter sah man nie spazieren gehen, dafür ihren Freund Thomas vor einem bayerischen Amtsgericht. Angeblich wurde sie von einem Rentner bedroht. Leidet die Sängerin an Verfolgungswahn und ist Thomas schuld dran? Früher liebte sie es, doch im Blitzlichtgewitter zu glänzen. Hat Thomas einen schlechten Einfluss und macht ihr Angst? Bei der Fernsehshow Wetten, dass? War ihr Verhalten sehr seltsam. Glaubt sie ihm alles und hat deswegen diese krasse Angst vor der Kamera und den Fans? Für eine Privatperson wäre es normal, aber für eine Frau mit diesem Erfolg macht es wenig Sinn, sagen Experten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Nur eines ist klar: dieses Verhalten wird ihr mehr schaden als etwas bringen.